Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Schabbel von Modbox und heute stelle ich euch mal einen Ballenauflöser vor. Diesen findet ihr unter Tierhaltung, ganz hinten natürlich wegen Mod und dieser Mod ist ein Robert P2200 oder 2200, wie man es nennen möchte. Viel gibt es dazu nicht zu sagen an Spezifikationen, er hat nur eine Erweiterung und das ist einmal ohne Aufbau und halt wie ihr seht hier mit Aufbau. Der kann neuen Ballen kann der laden, zeige ich euch auch gleich nochmal jetzt. Das ist das gute Stück. Von der Verarbeitung her finde ich das sehr schön. Vielleicht ein kleines bisschen verwaschen, aber das kann man wirklich nur minimal halt auch schön mit den ganzen Schrauben und so. Also wirklich viele Details dran verbaut, wie ich finde. Hinten mit der Klappe, mit Hydraulik, das passt alles wunderbar. Wirklich ein sehr schöner Mod. So, nehme ich mir auch mal den Traktor, den ich vorbereitet habe. Um den Traktor geht es auch jetzt nicht. Das ist ja ein normaler Standard-Traktor aus dem Spiel. Wie ihr seht, ich habe da auch schon mal 4 Ballen reingeladen. Was ich dazu vielleicht noch sagen kann, der im Rundballen kannst du darin 9 einladen. Ohne Probleme, die passen da auch rein. Aber Quarterballen kriegst du nicht mehr als 4 Stück rein. Also die anderen musst du dann quasi über den Rand drüber aufbauen. Und das passt rein theoretisch dann nicht so gut dazu. Es sieht nicht schön aus. Aber Rundballen kriegst du, wenn du die gut stapelst, 9 Stück rein. Ich habe jetzt mal nur 4 Stück reingetan. Einfach nur zum Veranschaulichen. Gut, dann was können wir alles machen? Wir können mit der rechten Maustaste können wir hinten die Ladeklappe quasi öffnen. Wie ihr seht, ja, auf und zu kann man ein Bein reinlegen. Zumachen, fällt er rein. So, was können wir noch machen? Wir können vorne den Arm hier noch bewegen, mit wenn wir beide Maustasten gedrückt halten. Können wir einmal rumdrehen, quasi in Fahrtstellung bringen. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Und dann können wir den Arm noch, also quasi das Ausblaserohr nenne ich jetzt mal, noch in der Höhe verstellen, wo es hinblasen soll. Also halt ganz nah dran oder weit weg halt. Ja, so, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze auch mal an, wie das funktioniert. Wir fahren mal aufs Feld, da liegt schon was, habe ich, wie ihr seht. Ich habe es schon mal selber ausprobiert, ob das auch wirklich funktioniert. So, wir stellen das mal hier her. Und mit trocken I natürlich, wegen Überladen. Wie ihr seht, funktioniert. Da unten wird Stroh eingesaugt. Oder halt quasi, also die sind alle animiert, die Sachen, aber halt der Ballen wird da einfach nur aufgelöst, wird nicht irgendwie reingezogen oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Stroh, wie ihr seht, macht es auch gut. Wenn wir jetzt mal noch die Höhe verstellen, halt das ist drehen. Das ist die Höhe verstellen, dann sprüht er quasi auch sonst so hin, wenn ihr das willst. Jetzt hier in dem Fall klappt es jetzt nicht, aber da hinten kann ich jetzt einen Haufen machen. Wie ihr seht, da war jetzt ein Ballen weggegangen. Dann müssen wir noch ein Stückchen vorfahren. Dann macht er auch weiter mit den nächsten Ballen. Oder auch nicht. Seht ihr, da haben wir da einen Fehler zusammengefunden. Was er halt nicht macht, da unten der Abschiebeboden quasi, der funktioniert zwar, der zieht er die Ballen nicht ran, dementsprechend wird es dann auch nicht, müsste man halt dann wieder weiter reinschieben, das ist ein bisschen schade eigentlich. Gut, vom Sound her vielleicht nochmal ganz kurz von der Maschine selber. Ah ne, selber, jetzt geht's wieder, muss man jetzt mal neu einschalten. Ja, ist auch gut zu wissen, auch für euch. Ihr hört, klingt auch ganz cool eigentlich das Gerät hinten dran. Gut, viel mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Schöner Mod eigentlich. Wir schauen noch mal kurz in die Lok. Ihr seht keine Fehler. Die Warnings, die sind von einem anderen Mod, den ich gerade vorgestellt habe. Aber ansonsten, wie ihr seht, keinerlei Fehler. Also kann man es definitiv nutzen auf dem Dedicated wie auch auf dem Singleplayer-Server. Von mir definitiv eine Empfehlung. Weil es halt mal eine gute Alternative ist zum Standard-Beinauflöser, hat man mal was anderes auf der Map stehen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Link ist in der Videobeschreibung. Und macht's gut, euer Schwappel. Tschüss.